Ja, sensationell. Benny Leuchter im Golf 1. Immer noch unser VW Haudegen im Motorsport. Benny, grüß dich. Schön, dass ich dich wieder mal sehe. Hi. Hier am Nürburgring bei der OGB mit einem 1er Golf. Wunderschönes Fahrzeug, was du dort bewegst. Ja, auf jeden Fall. Es macht riesig Spaß. Das ist pures Fahren ohne Hilfsmittel, Haarschaltung. Das Auto ist super leicht. Gigantisch viel Spaß. Der fährt ja nicht nur solche Fahrzeuge, sondern auch die modernen von VW. Im Hintergrund sehen wir den neuen Golf 8.5 GTI Clubsport. Das Auto hat eine Weltpremiere hier gehabt beim 24-Stunden-Rennen. Und im Zuge des 50-jährigen Jubiläums vom VW Golf freue ich mich natürlich, solche Autos hier fahren zu dürfen. Ja, und es ist wunderschön, dass der Benny diese Fahrzeuge bewegt und sie auch schnell präsentiert. Das ist ja nicht nur, dass du aus Gaudi mitfährst, sondern du möchtest sie auch schnell bewegen. Auf jeden Fall. Das ist ein Herzensding. VW Golf und Benny Leuchter, das gehört zusammen und der Nürburgring. Und von daher freue ich mich. Ich glaube, wir sind auch ziemlich weit vorne mit unserem Auto. Ich habe gerade nur gehört, irgendwie gesamt 18. oder 19. mit einem 1600er. Das ist schon gut, ja. Das ist nicht ohne. Ja, aber er kennt, wie gesagt, diesen Nürburgring in- und auswendig. Und Benny, was gibt es denn Neues bei dir? Ja, wir haben ein ziemlich cooles Projekt mit dem Golf 8 GTI 24 Stunden Clubsport, das Rennauto. Das haben wir aus dem Museum rausgeholt und zum Renneinsatz gebracht. Freut mich sehr, dass Volkswagen jetzt wieder so ein bisschen Berührung mit Motorsport hat. Und mal gespannt, was die nächsten Jahre alles noch so geht. Gibt es wieder eine VW Motorsport? Ich glaube, also Volkswagen Motorsport, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir werden, glaube ich, Volkswagen im Motorsport mehr und mehr wieder sehen. Gerade hier oben am Nürburgring, wir testen unsere Autos hier, wir entwickeln unsere Autos hier im eigenen Performance Center und deswegen macht es auch Spaß, die Rennfahrzeuge dann hier am Nürburgring zu zeigen. Und zu riechen und zu hören. Und zu riechen und zu hören und zu spüren. Und zu spüren. Ja, wir wünschen dem Benny alles Gute, tolles Rennen heute Abend und schauen, was am Ende des Tages rauskommt. Vielen Dank und ich freue mich, dass wir uns auch mal wieder sehen. Mobil Motor TV 22, Nürburgring, die OGB 2024, der Oldtimer Grand Prix. Und wir sehen wunderschöne Fahrzeuge, die hier zu besichtigen sind. Wunderschöne Fahrzeuge, die jetzt hier ihr erstes Rennen aufnehmen. Und auch mit dabei im Hintergrund sehen wir das Fahrzeug von Yves Scher und Hermann Stippler und Frank Stippler, der seinem Vater jetzt noch die letzten Anweisungen gibt. Und dann geht es für ihn los in seinem wunderschönen BMW 202. Und ein gemischtes Feld von Prototypenfahrzeugen, von Tourenwegen, von GT-Fahrzeugen sind hier zu bewundern. Ein Feld mit über 50 Autos ist hier am Start bei diesem Stundenrennen. Ja, und Yves Scher hat uns vermittelt, wie sie jetzt hier dieses Rennen angehen wird mit ihrem Schwiegervater, die heute mit dabei sind. Ein Familienausflug der Familie Stippler. Motor TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Der Oldtimer Grand Prix 2024 am Nürburgring. Und wir haben die Yves Scher, ein Familienwochenende. Dein Mann ist mit dabei, dein Schwiegervater ist mit dabei. Wie schön ist das? Genau, ich meine, so die meisten Motorsportfans denken ja, Frank Stippler sitzt jetzt im Auto. Nein, er ist an diesem Wochenende tatsächlich komplett freizeitmäßig nur für uns hier am Start. Der putzt auch mal die Scheibe, macht bei uns die Strategie, schnallt jetzt seinen eigenen Papi an, weil quasi mein Schwiegerpapa, der fährt jetzt den ersten Teil vom Qualifying und danach darf ich eingreifen. Wobei wir ja eigentlich nur 30 Minuten haben. Das geht so schnell rum. Ich glaube, wir haben ja über 55 Starter, da muss man eh mal eine freie Runde finden. Aber das ist so unser Familienausflug hier. Ja, Familienausflug. Yves, du bist immer wieder dabei bei einem Oldtimer mit einem wunderschönen 2.2er BMW. Und wenn man durch das Feld schaut, man sieht schon, die Oldtimer-Szene, sie wächst und wächst und wächst. Das ist auch das Schöne, dass vor allem auch viele ihre Wägelchen einfach zu den Rennveranstaltungen bringen und sie auch fahren. Weil, also ich bin auch ein Fan, mir so ein Auto anzuschauen, aber die dann live so auf den Rennstrecken zu sehen, da geht mir das Herz auf. Da hört man einfach immer noch so richtig das Adrenalin. Man sieht Flammen, es darf noch nach Benzin stinken. Also was wollen wir mehr, oder? Richtiger Motorsport. Und das bei wunderschönem Wetter heute. Hammer, morgen auch. Weil letztes Jahr hatten wir ja ein bisschen Pech dann am Sonntag. Sonntag, aber ich glaube, jetzt ist angerichtet. Ich wünsche mir alles Gute, schöne Tage. Dankeschön, vielmals. Ja, und jetzt lassen wir uns gleich eine Minute. Wie gesagt, gibt es jetzt hier für unsere Piloten und Pilotinnen einzuhalten. Ja, und jetzt geht es gleich hinaus für die Rennfahrzeuge. Der Oldtimer Grand Prix 2024 ist für die Langstrecke eröffnet. Das Qualifying ist jetzt hier gleich in Anschluss bei diesen 50 Fahrzeugen. Spannung ist geboten. Wer wird hier an erster Startreihe? Es sind natürlich Fahrzeuge wie dieser BMW M1, der hier Favorit ist.
oder ein Porsche RSR. Ein gemischtes Feld zwischen Sportwagen, GT, Tourenwagen und wunderschönen Fahrzeugen, wie auch hier die Oldtimer und die modernen sind gemischt bei diesem Feld hier. Ein Stundenrennen, das heute hier geboten wird beim Oldtimer Grand Prix 2024 hier am Nürburgring. Also die FAR, die Championship, gemeinsam von Siegen hier hinaus zu dieser für das abendliche Rennen, wo man hier sieht, ein Porsche RSR, Ford Capri RSR und ein ganz seltenes Fahrzeug, dieser Datsun 260, wo gestern wie ein Interview Fiat Abarth, also ein gemischtes Feld zwischen schnellen Fahrzeugen, langsamen Fahrzeugen, historischen Fahrzeugen und natürlich, was ist hier geboten vom BMW 202 über Porsche, über Jaguar, das Coupé und dann hier ein Ford Escort, dieses Knochenfahrzeug, wunderschön, Coupé von Jaguar, auch ein Mini ist mit dabei und hier die wunderschönen RSR-Modelle, Opel, Monza, Porsche, Lotus, dann dieser 202 Alpina, gesteuert von Behrens, die Dame, die sehr schnell mit diesen wunderschönen 22er am Weg ist und hier die 202er und hier das Fahrzeug, wo auch Klaus Niedzwitz hier ins Lenkrad greifen wird von der Golf GTI Organisation von Motorsport, Alfa Romeo GTA, ja, welch für wunderschöne Fahrzeuge und hier Wendy Leuchter, der mit dabei ist mit diesem Golf 1er Modell und hier gibt es viele, viele Fahrzeuge zu bewundern, zu bestaunen, ja, über 50 Fahrzeuge gehen jetzt hier an den Start, Ford Escort, welch für wunderschöne verschiedene Modelle hier geboten werden. Ja, und jetzt geht's raus für Sie zum Qualifying für den heute abendliche Rennveranstaltung für die FHR Historic Championship.